Yo, moin Leute, willkommen zu einem, ja, Let's Play mit den zwei. Und, ja, das ist hier mein Charakter. Konntest du auch beim, wir starten jetzt wieder aus, achso, ja. Konntest du ja beim letzten Video auch sehen. Und, ja, mit SK hat die 555 Death. Und ich glaube, das müsste eigentlich reichen. Und, ich level mich heute vielleicht auf Ding, auf 50. Wenn ich dazu Bock hätte. Ja, ich pulle nur drei Mobs, da ich immer die scheiß Gift hier bekomme, dieses scheiß Spiel. Das Spiel ist nicht scheiße, aber ich sag's nur so. Und scheiß Gift zieht mir so viel Leben ab. Ja, wie ihr seht, ja, okay, mit Gift, jetzt habe ich Gift, das ist... Und ich mach nicht so viel Damage, dass ich sie, ja, schnell umhaue. Aber ich finde SK ist, mit starker Körper, finde ich, ist viel besser zu spielen, als mit Aura. Weil ich habe mit Aura gespielt bis 61 und das war echt beschwerlich. Ich konnte immer nur ein so ein Ding, so eine Gruppe killen oder höchstens zwei. Ich kann mit denen auch 5 oder 6. Aber dann verrecke ich ab und zu mal. Und ja, vielleicht mache ich mir hier noch ein Farmer, dass ich nur farmen gehe hier. Und muss dann jetzt noch ein bisschen Ding machen. Wie heißt nochmal? Ja, ein bisschen farmen gehen, also mit meinem Main. Ein bisschen Ding holen, ups, Entschuldigung. Ein paar Muscheln muss ich dann halt farmen. Ja, man muss einfach angeln, man bekommt so Fische. Und dann muss man die Fische halt aufmachen. Und wenn du Glück hast, bekommst du eine Muschel. Und die Muschel ist circa hier 2,5 bis 3,5 kk wert. Und, ja, also, ich kann noch ein bisschen über meinen Charakter erzählen. Es war so, ich habe vor drei Jahren habe ich den angefangen. Hab dann 2 Jahre mit ihm gezockt, hatte richtig viele Sachen, hatte gar keinen Bock mehr über dich, mit dem Charakter. Dann habe ich alle Sachen einfach einem Freund geschenkt. Ein Ingame-Freund. Und ja, und danach 5 Monaten hatte ich wieder Bock und hatte dann gar nichts mehr. Und der konnte mir auch nichts mehr geben, weil er gewechselt hat und so. Dachte ich mir, scheiße. Wieso habe ich denn nur was verschenkt? Und ja, ich habe für das Spiel nur einmal 10 € ausgegeben für eine Ding, wie heißt nochmal, für Diebeshandschuh und für Erfahrungsring, sonst eigentlich gar nichts. Und dachte ich mir so, scheiße, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich einfach geangelt. Da hatte ich circa, warte mal, das berechnen, 40 Muscheln hatte ich circa, habe ich geholt. Und die waren da noch, wie viel wert? 5 kk. Nein, 4,4 kk war die noch wert. Hab dann halt dieses Equipment geholt. Damals war es auch viel mehr wert. Rack war, glaube ich, wie viel habe ich? Für Rack habe ich, glaube ich, 110 kk gezahlt. Für Rüssi 150. Dafür für E nur 35 kk. Ja, für dafür habe ich nur den gezahlt. Ich glaube, das waren 7,5 ungefähr oder 5. Ich weiß jetzt selber nicht mehr. Glaube ich, habe ich beim letzten Video gesagt. Also habe eigentlich für das Equipment nicht so viel gezahlt. Vielleicht so 300 kk. Weil, wie ich jetzt gemerkt habe, ist jetzt alles richtig billig geworden. Und, Moment. Ich muss raus. Die mit den zwei zocken, ich hoffe, euch gefällt mein Video. Wenn ihr weitere Video wollt, dann, schreibt. Also, ich mache eh jeden Freitag jetzt. Also, jeden Freitag kommt ein Video. Also, ich versuche es halt zu schaffen, jeden Freitag ein Video zu machen. Nostell kommt jeden Tag. Und Samstag und Sonntag kommt nur ab und zu mal ein Video, also nicht immer. Wenn ich keinen Bock habe, Samstag und Sonntag kommt auch gar kein Video. Und wie viel Prozent will ich noch bis Level ab? Noch 2,40. Geht eigentlich relativ flott mit Leveln. Weil ich finde, hier levelt man besser als wie bei Orktal. Wo bin ich denn? Ich glaube, ich bin richtig, oder? Doch, ich bin schon richtig. Und ja, ins Spiel habe ich mich immer gefragt, wie holt man in dem Spiel überhaupt Geld? Also sagen wir mal, der Server fängt von vorne an. Von neu, hier ein Server. Wie holt man normal Gold? Also mit Aufheben macht man eh nicht so viel. Also hier 181, 250, 500, okay. 255, also so viel macht man nicht. Und frag mich, wie macht man Gold? Also Questen, man kann Questen, vielleicht man bekommt, ich habe mal gerechnet, für alle Quests bekommt man 15 kk, irgendwie so. Also nicht viel. Ah ja, und ich werde hier noch ein paar Quests machen. Also ich habe ja nicht kaum Quest gemacht. Und ja, werde dann hier auch noch ein paar machen. Geil wäre, wenn Ding gäbe, dieser Event, wo man die 50er King Rüssi bekommt. Die gibt da 500 Dev.
Boah, dann könnte ich locker SC2 alles schaffen. Da hätte ich mit King Rüssi, warte mal, man sieht hier, wie viel gibt mir die Rüssi? 109, sagen wir mal 130, da ziehe ich 130, da gibt mir die King Rüssi noch 350. Dann hätte ich 350, hätte ich 905 Dev. Könnte ich so krass leveln. Weil ich habe nur gelesen, nur bei Events und so kann man, bekommt man die King Rüssi. Das wäre geil, würde man auch so normal bekommen, das wäre echt geil, aber das wäre dann eher so P-Server mäßig. Und ja, aber ich würde es nicht schlimm finden, weil die wäre dann eh viel, viel mehr wert als wie alle anderen Russis. Und die könnten sich diese Luvis sich kaum leisten, weil man die 70er braucht. Also ich würde so machen, mit 70er braucht man, also bei P-Server ist also 70er Russi plus 9 machen und dann zu King Russi. Ja, ich habe auch mal P-Server, ich zocke auch ab und zu mein P-Server, wenn ich mal was testen will. Oder manchmal finde ich, sind ein paar P-Server sind richtig relativ gut, also so oldschool P-Server zocke ich und die machen einfach nur Fahren, so wie Infernum 3. Aber ich glaube Infernum 3 gibt es nicht mehr, weil irgendwie komme ich da gar nicht mehr rein. Und ja, bockt sich einfach. Oh, nachdem bin ich dann jetzt, eine Kugel habe ich dann. Alles aufheben. Und ja, in den Spielen müsst ihr auch hier alle Sachen hier aufheben, die ihr bekommt, also... Die kommt dafür, bekommt sie 30k, dafür 25k, dafür 45k, glaube ich, war das. Also ist schon relativ viel Gold. So, jetzt habe ich 90 auf HP MP. Jetzt habe ich 560. Ja, weil ich habe, erstmal habe ich, also ich habe jetzt 52 Angriff und 105 HP MP, wegen des da hier 6 Vitalität. Und ja. Vielleicht kommt auch mal ein Video, wo ich die switche. Also mir Ding hole. Wie heißt nochmal, diese Switch-Dinger von diesen Truhen da, wenn man Level 20 erreicht, hole ich mir dann ganz viele, so 30, 40 Stück und mach dann, switche dann mein Rack. Ich will es dann über Ding haben, über 40 DSS, das wäre schon richtig nice. Und die, ja, Chance auf Christen Treffer um 2% erhöht, aber 28 DSS ist schon gut. Hier, da brauche ich auch noch Bonis, aber ich kaufe mir lieber, ich bin so ein, ich gebe nichts. Weil ich finde das echt viel Geld, also wenn man für Switchen Geld ausgibt. Deswegen kaufe ich mir Equipment mit, wo schon drauf ist. Hier ist schon, ja, TP halt. Hier auch TP. Hier ist schon 5 Boonies sind schon hier drauf, habe ich mir so gekauft. Das auch. Und so weiter und so fort. Und ja. Aber ich finde bei den Spielen schade, dass es echt wenige zocken. Also ich würde echt mit Leuten skypen, zusammen leveln, zusammen vielleicht questen und sowas halt so. So wie damals, das, okay, ich habe nicht gerade gequestet, geredet, aber geschrieben hat, aber viele haben, wir waren immer so in Gruppen, so 6, 7, 8 Leute in der Gruppe und so, wir haben immer uns gelevelt, also damals war es echt ziemlich nice und so. Und jetzt, wie soll ich denn sagen, niemand will zusammen leveln und so, also niemand hat Bock. Es hat vor 2-3 Jahren hat er ein Server, neuer Server gestartet, neuer Ding, ich weiß nicht, Server... 27 oder so. Und ja, da haben wir uns zusammen gelevelt. Also wir waren sie immer so 5 bis 8 Leute. Einer war immer Schamane, die andere war Ninja und so unterschiedlich, haben immer alles gemacht. Wir waren so zwischen Level 10 bis Level 17 ungefähr und waren schon Levelwiese und haben zusammen gelevelt und hat übelst Fun gemacht. Und ich spiele auf dem Server Phobos. Man konnte sich ja am Anfang auswählen, auf welchen Server man zocken will, und ich habe Phobos gewählt, weil da haben die meisten Freunde und jetzt, ja, zockt irgendwie niemand mehr. Zockt nur noch jeder P-Server. Und es würde mich freuen, wenn sich ein oder andere sich meldet, wenn er denkt, auf Phobos zockt und mit mir leveln will. Würde ich echt gerne leveln. Und ja, was kann ich denn über meine Skills sagen? Also, ich habe Druckwelle, ich weiß jetzt nicht, wie der Skill am Anfangsskill heißt. Durchschlag heißt der. Ah, okay, Durchschlag. Ich glaube, ich habe ein FB. Durchschlag, genau. Dann habe ich hier SK, starker Körper auf M6. Mir fehlen noch 4 Bücher, da ist er auf M7. Und ich hoffe, auf M8 schaffe ich es noch. Also ich habe noch genug Bücher, ich habe noch 22 Bücher. Das müsste eigentlich schaffen. Also knapp, es wird knapp. Also mit M8 wird es echt knapp. Wenn ich M8 hätte, dann wäre es richtig geil. Dann hätte ich auf M9, fehlten mir 8 Bücher. Nein, M9 und dann auf M10, nein, ja, auf M10 10 Bücher, glaube ich. Nee, ich glaube, M8 war 7 Bücher, M9 8 Bücher, M10 9 Bücher, G1, nein, M,
Alter, ich komme jetzt echt durcheinander, ich weiß jetzt. Nee, 9 war 8. 8 Bücher, 10 war 9 Bücher und G1 war 10 Bücher. Okay, wie ihr wisst, ich komme jetzt selber durcheinander. Und ja, vielleicht kann sich. Ja, würde mich einfach nur freuen, wenn sich vielleicht 2-3 Leute sich melden. Vielleicht mache ich ja auch einen eigenen Ding, Gilde auf. Weil ich bin eine Gilde drin. Ihr kennt vielleicht sowas. Keiner on. Ja, niemand ist online. Und ja, in eine Gilde reinzugehen. Mal gucken. Man kann ja irgendwie so gucken. Ja, so genau. Also, niemand ist on. Ich verpiss mich aus der Gilde, also. Soll ich jetzt in die Stadt laufen? Ne, ich glaube, bei der nächsten Folge laufe ich dann in die Stadt. Also, bis dahin leife ich mich noch bis 45 oder 46. Und, ich finde, das Spiel ist echt, Level echt anstrengend. Also, alleine muss man das machen und es dauert auch ein bisschen. Also, mit Erfahrungsringen und so würde es schneller gehen, so wie bei Nostale. Da muss man sich einfach Ankel und Sing kaufen. 80 gab, oder das ist lächerlich. Also, es ist gar nichts. Und hier in dem Spiel muss man echtes Geld ausgeben. Oder wenn man einen 95er Charakter hat oder 90er, dann in die neuen Maps farmen und dann da die X-Ringe dort kaufen und kaufen. Was glaube ich denn? Farmen. Und ja, das war's jetzt auch mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.